In diesem Video werden die Musculi scaleni thematisiert. Die Musculi scaleni bestehen aus dem Musculus scalenius anterior, Musculus scalenius posterior und Musculus scalenius medius. Der Musculus scalenius anterior hat seinen Ursprung an der Tupercula anteriora, der Querfortsätze des dritten und sechsten Halswirbels. Sein Ansatz ist am Tuperculum Musculi Scaleni Anteriores der ersten Rippe. Der Musculus Scalenius Posterior hat seinen Ursprung an der Tupercula Posteriora, der Querfortsätze des fünften bis siebten Halswirbels. Sein Ansatz ist an der Außenfläche der zweiten Rippe. Der Musculus scalenius medius hat seinen Ursprung an der Tuperculo posteriora der Querfortsätze des 6. bis 7. Halswirbels. Sein Ansatz ist an der ersten Rippe. Zwischen dem vorderen und dem mittleren Muskel befindet sich eine Lücke, die sogenannte Scalenus-Lücke. Durch sie ziehen mit dem Plexus brachialis und der Arteria subclavia wichtige Gefäße und Nerven. Wenn das Punctum fixum an den Rippen ist, führen die Muskel eine Lateralflexion zur ipsilateralen, also zur gleichen Seite durch. Der Musculus scalenius anterior schafft zusätzlich eine Rotation zur Gegenseite. Ist das Punctum mobili an den Rippen bei stabilisierter Halswirbelsäule, heben die Muskeln die erste Rippe und wirken somit inspiratorisch als Atemhilfsmuskel. Bei beidseitiger Kontraktion kommt es zu einer leichten Ventralflexion des Kopfes. Innerviert werden die Muskeln durch die Rame ventralis der Spinalnerven.